So, guten Tag. Ich bin Mr. Country Fruit, glaube ich zumindest. Ja, und es soll jetzt hier eine Videoantwort zu dein Super Mario 64 Hack sein. Zu meinem Level Verstrahlte Fabrik Hallen oder. Nee, das ist nur Verstrahlte Fabrik. Und ja, ich will das löschen. Es ist eben so, der gute Rufen hat nicht alles gezeigt und deswegen würde ich das gern doch für ihn machen. Ich garantiere viele Fails in diesem. Na, Part ist es nicht. Ich nehme ja sonst keine. Ich nehme generell keine Videos auf. Nicht mehr jedenfalls. Aber ja, es wird viele Fails in diesem Video geben, weil ich kein Gamepad habe und deswegen mit der Tastatur spielen muss. Aber man kann auch nicht alles haben, oder? Ja, egal. Wenn ich blöd bin, werdet ihr vielleicht auch zu, ab und zu meinen Mauszeiger im Bild sehen, wie vorhin vielleicht, eventuell, ich weiß nicht, wie Camtasia das hier dann regelt. Also stürzen wir uns einfach mal ins Spielgeschehen hinein. Wir sind tot. Ja, wir sind tot. Rufen, das hast du schon richtig erkannt, das sollen Zahnräder sein. Der Hintergrund ist beim Importieren wohl etwas zu groß geraten, auch wenn die eigentliche Datei vielleicht ja 160x160 Pixel groß ist. Ungefähr. Ja. Naja, hier haben wir dann eben den Tod. Den quatsche ich auch nochmal der Vollständigkeit halber an. Oha, du musst in Rettung sein. Zwar bist du nicht wie in der Prophezeiung verheißen, rot-blau und dein Schnurrbart passt auch nicht ganz zur Beschreibung der Prophezeiung, aber du siehst wie ein Held aus. Wenn du durch die Tür da oben gehst, kommst du in den Hauptsektor der Fabrik. Aber Vorsicht, sie ist stark beschädigt und es droht eine Kernschmelze. Aber du wirst das schon hinkriegen. Wir vertrauen dir. Irgendwie. Ja, tot. Hab auch schon lange keinen Super Mario 64 mehr gespielt und so. Das letzte Mal war, als ich halt das Level für Super Mario 64 getestet habe. Naja, Rufen, falls du fragst, die Kiste habe ich dahin gesetzt, weil es mir nicht möglich war, da hochzukommen. Das will ich auch vielleicht nochmal kurz demonstrieren. Also wie ich das versucht habe, mit Dreisprung, aber. Oh, das würde sogar gehen. Warum ist mir das eigentlich nicht früher eingefallen? Naja, egal. Also ich werde sterben. Ich werde versagen. Ich stelle mich gerade blöder an, als ich bin. Ich hoffe, das merkt man. Boah, gut. Nur so zur Info, ich werde Save States benutzen, weil ich keine Lust habe, ich ewig lang zu sterben. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte das eigentlich so machen. Argo, Bargo. Lass mich doch mein Spiel spielen. Warum? Warum tut ihr mir so etwas Grausames an? Ja. Und da ist dann natürlich der Oberweltstern drin. Nein, da ist Toxin drin. Ja. Ja, ich weiß, da müsste ich eigentlich kein Save State setzen, aber ich habe keine Lust hier zu sterben. So, also. Genau, das meine ich. Wir befinden uns jetzt in einem riesigen Rohr. Wie man hoffentlich merkt, kann ich nicht singen. Da unten, da ist ein Z-Stern. Ja. Und das Ding hat ein Ende. Du hast einen geheimen Z-Stern gefunden. Wie toll. Ja, ich freue mich jetzt. Du hast einen Z-Stern erhalten. Was? Du wolltest einen normalen Stern? Vergiss es. Wir müssen nun mal sparen. Ja. Warum die Schlossmusik hier kommt, weiß ich leider auch nicht. Fragt nicht, ich weiß es nicht. Ich bin nämlich nicht Goethe, ich weiß so etwas nicht. Bin nicht der allwissende, dreifaltige Goethe. Ich weiß das nicht. Was mir mal grundsätzlich interessieren würde, warum benutzt Gott keine Antifaltencreme?
Verstrahlte Fabrik. Probleme im Reaktor. Ja. Hallo Geld. Ein Service-Tate. Wir machen die, im Gegensatz zu dem bösen Sir Rufen 1003, machen wir Sterne natürlich in ihrer Reihenfolge. Oh, und Rufen hat ja auch gefragt, warum die Shy Guys, ist schon richtig. Warum die Shy Guys einen Propeller in ihrem Kopf haben. Das liegt daran, dass die normalen Fly Guys, ja, eben auch einen Propeller auf dem Kopf haben. Und als ich das Verhalten der Shy Guys zu dem des Gumbas geändert habe, da ist das Modell wohl ein wenig kaputt gegangen, aber das ist bei so ziemlich allen Kombinationen so. Nebenbei, wem es nicht aufgefallen ist, dass hier diese Platte hier sieht aus wie ein Fisch. Also halt da. Hier dann halt so der Schwanz und da vorne so das... Der Leg. Nein. Nicht der Leg, das Maul hier halt. Ich mach Scheiß gerade. Ich will keinen Scheiß machen. Scheiß machen ist böse. Sag ich ja. Oh mein Gott, ich sollte nicht sterben. Sterben ist eine böse Sache. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich hier schon fehlen werde. Ja, ich sag's doch. Oh, yay. Hi, Z-Stern. Yo, Bro, was geht? Probleme im Reaktor. Highscore, 0 Münzen. Ich war mir doch ziemlich sicher, ich hätte was gesammelt. Ach, egal, man nimmt uns einfach beim Rausgehen des Kurses das gesamte Geld weg. Das ist bestimmt der geldgeile Taub da hinten. Oder die ganzen YouTuber, die halt Geld von meinen Videos jetzt auch haben wollen. Ne? Die Geld... Denen reicht das Geld noch nicht, das sie selbst bekommen. Die wollen jetzt auch das Geld von anderen YouTubern. Und anscheinend auch das Geld von Waluigi. Der Fabrikturm. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wo sich diese Stirn hier befindet. Nämlich unter diesem Wurm. Nein. Natürlich nicht. Ja, das war gerade ein Sarestate. So. Und da unten ist... Da geht's halt wieder runter. Was zur Hölle? Nein, 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 nein. Stirb nicht. Ich hasse diesen Wandsprung hier, besonders in Stern 6. Da muss man nämlich auch auf dem Fabrikturm, aber ich will nicht spoilern. Denn... Spoilern tut weh. Wie Waluigi hier gerade... eindrucksvoll bewiesen hat. Spoilern tut weh. Und Ecken sind böse. Ja, hier ist halt recht wenig Platz zum Stehen. Ich habe mich hier mindestens eine Viertelstunde immer abgerackert beim Testen. Danke. Ich glaube, hier ist sogar zum Teil die Lakitu. Ist der Lakitu oder Lakitu? Ich weiß gerade gar nicht. Da ist seine Perspektive auf jeden Fall besser. So, der Knopf passt, glaube ich. Waluigi, begeh doch keinen Suizid. Und knall nicht gegen Wände. Danke. Nein, tu doch sowas nicht. Ach, Hargo Blarg. Ja, eben. Oh, ich setze hier nochmal einen Safe State. Au. Oh, yes! Ich fühle mich toll. Ich habe gerade den Safe State-Knopf gespammt. Yay! Noch ein Z-Stern. Für die, die es nicht wissen, das Waluigi-Modell basiert auf dem... Fabrikturm, genau. Ich red gleich weiter. Was hast du da? Sind das etwa 3 Z-Sterne? Lass mich raten, du kapierst das immer noch nicht, oder? Es ist doch ganz einfach. Wir haben zu viele Fulden, das heißt, wir haben keine Sterne mehr. Nur noch, sagen wir, 5 Sterne, welche werden die Bauzug GmbH zurückzahlen müssen. Verstanden? Gut.
Also wie gesagt, für die, die es nicht wissen, ursprünglich war Luigi geplant, in Super Mario 64 auch aufzutreten, vielleicht irgendein Multiplayer-Modus oder sowas. Und wenn man in Toadstool 64 die Textur von diesem Schild, das in dem Stern, an dem Stern im Garten angebracht war, Rohrreparatur, ist in dem, da eben angebracht war, dieses, da steht ja Alice Rio und so weiter, 2401 oder sowas, keine Ahnung. Und dann in das Feld tippt, ich gehe in die falsche Richtung, nein, wenn man da in dieses Feld eintippt, wo Marios Größe eigentlich reinkommt, L is real, dann wird das Modell und die Texturen zu Luigi geändert und ich habe das eben ausgenutzt und habe die Farben von Luigi dann eben zu denen von Waluigi angepasst, so wie die auch eben halt die Texturen. Ja, ich fühle mich jetzt voll profimäßig. Also wir spielen hier eigentlich als Luigi, der Waluigi-fiziert wurde. Sagen wir das so. Dann wird auch mehr violettes Toxin. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das passiert. Sieht stylisch aus, aber ich weiß nicht, warum das passiert. Was zur Hölle? Au. Es tat weh. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich das hier spiele. Oh, mein Goethe, ich bin so toll. Von hier aus kann man auch wunderbar auf den Bildschirm springen und cheaten. Das ist ein Rohr. Ich glaube, das sieht man, dass es ein Rohr sein soll. Und hier ist mir einfach nichts Besseres eingefallen, wie man da eben hochkommt. Run, Forest, run! Und fall nicht runter! Danke. Moment, ich bin gleich wieder da. Oh, das war schlimm. Ich musste von meinem PC weg, um das Licht anzuschalten. Das ist schlimm. Ich kann nicht eine Sekunde ohne meinen PC leben. Na, eigentlich schon, wenn ich in die Schule gehe. Und nebenbei, wir haben noch alle Leben. Haha. Das zeigt, wie praktisch es ist, wenn man der Spielersteller ist. Maschinelle Münzensuche. Oh. Ich habe vorhin geschrieben, es war Stern 5. Es war aber Stern 4. Ja. Dann nutzen wir die Zeit und sammeln auch die 100 Münzen. Wem es nicht gefällt und wer sich jetzt darüber aufregt, es gibt etwas, das sich Video-Verlaufsleisten-Teil nennt. Und da kann man, da gibt es so eine ganz tolle Funktion, die gibt es leider, die gibt es auch noch nicht sehr lange, vielleicht erst, ich weiß nicht, wie lange die es gibt. Und da kann man das Video vorspulen. Ja, ja, das geht wirklich. Es ist so eine magische Kraft, die dem Video von Goethe verliehen wurde. Und, ja, da kann man halt das Video vorspulen und Zeug tun. Kann man hier einfach schön die 100 Münzen überspringen. Wem's gefällt, meinetwegen. Wer wacker bei mir bleibt, während ich mich die 100 Münzen absuchen, abquäle. Vielen Dank. Ja. So. Komm, 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 komm. Nicht kommen. Telekom. Ich durfte nicht einmal aufstehen. Was ist denn das für ein Verein? Der Kerl hat mich nicht aufstehen lassen. So, gib mir dein Essensgeld. Ist doch so lustig, wie die Fly Guys reicher sind als... Ich kann jetzt wählen zwischen Tod und Tod. Danke, ich nehme den Save State. Oh, wir haben 38 Münzen, wie schön. Wer ist dafür, dass ich mir die Münze da unten hole? Bitte jetzt die Hand heben. Ah, sehr gut, keiner. Geh halt weg, du... Affe. Ich hatte ja euch gewarnt. Fails en masse. Ah, gib mir dein Essensgeld. Save state. Fall deins Loch.
Doch nicht die Münze! Habe ich da hinten irgendwas gesetzt? Nee, wäre ja auch zu einfach gewesen. Du stehst schon so bereitwillig da. Ich will dein Geld gar nicht. Aber dieses Geld will ich. Und ich will da auch hoch. Ja, ich weiß, ich verlange schon wieder zu viel, aber... Ich liebe es so, die Gegner so zu plätten. Es dauert zwar etwas länger, das Geld zu bekommen, aber mei. So viel länger jetzt auch wieder nicht. Ich weiß nicht, warum der Rufen sich so sehr beschwert. Für die sich fragen, auf den Dächern der Fabrik können... Ne, der Fabrikhallendinger, da ist nix. Geld! Scheiße. Geld! Geld, Geld! Geld! Geld, 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 wir haben 60 Geld. Wusstet ihr, dass man in der Schweiz nicht Euro oder Dollar sagt? Nein, das sagt man Geld. Kannst du mir mal 5 Geld leihen? Ah, Mist. Komm, das geht besser. Moment. Das hatte ich nicht vor. Spring doch! Oh. 2 Geld mehr. Yay. Jetzt dürfen wir noch auf die andere Seite der Fabrik. Von Tschernobyl. So. Ehrlich jetzt. So, wir sollen jetzt noch blaues Geld. Und wir haben einen 100 Geld-Z-Stern. Bei der Gelegenheit gehe ich. Obwohl, den krall ich mir. Ja. Es wird noch schwer genug werden. In diesem Stern. Du hast 100 Münzen aus der Fabrik gestohlen. Dafür zeige ich dich an. Willst du dies verhindern? Ja, ich will das verhindern. Ich will nicht, dass du mich anzeigst. Ich bin zwar Waluigi und habe schon... Todesangst. Na, ich bin zwar Waluigi und habe schon 1 Million Strafanzeigen und bin vorbestraft und war schon im Knast, weil ich... Weil ich Mario in New Super Mario Bros. 2 eine Münze geklaut habe. Und, dich will ich noch schnell aus dem Weg haben. Denn diese Box wird uns gleich zum Verhängnis werden. Ich besorge noch schnell die rote Münze da hinten. Da, 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 da. Ich ziehe gerade die Musik überhaupt nicht in den Dreck mit meinem Gesinge. Gesinge vor allem. Das heißt doch Gesang. Was tut denn der Schule? So, F5. Zählen wir mal die Fails. Denn hier ist ein Panzer. Jetzt ratet mal, was wir mit dem Panzer tun müssen. Wir müssen sterben. Aus irgendeinem Grund ist er gerade aus dem Fenster rausgegangen. Ich will meinen Mauszeiger da noch weg haben. Hi, Panzer. Ach, leck mich. Ich wollte springen und habe den falschen Knopf gedrückt. Ach, Blag. So. Das ist so im Grunde die schwerste Stelle. Deswegen. So, drücken wir hier direkt mal F5. Ich bin halt faul und will Zeit sparen und runterfallen. Ich hätte es fast gehabt. Lass mich doch gewinnen, wenn ich gewinnen will. Yay. Wir fallen von der Fabrik runter. Schön. Oh gut. Jetzt nicht sterben. Die nächste Hürde wird das Holen der roten Münze sein. Ach, schön. Muss man schneller werden. Nein,
Entschuldigung gerade dafür. Zeigt mich nichts an, nur weil ich Adolf Hitler nachgemacht habe. Wenn auch sehr schlecht. Ich höre mich gerade selber nicht so richtig, Wix. Wegen den Kopfhörern, die sind so dicht. Ich höre nix. Nicht mal mich selbst. Okay, eigentlich schon ein bisschen. Für die, die es nicht wissen, die eigene Stimme, also halt der eigene Schall, der wird auch über die Wangenknochen übermittelt. Oder irgendwie sowas war das. Halt über die Knochen wird der auch übertragen. Fachwissen. Klugscheißer-Modus aus. Für die, die es nicht wissen, Klugscheißen heißt auf Englisch to shit bricks, also Ziegelscheißen halt. Ja, ja, ich spreche fließend Englisch. Liegt vielleicht daran, dass ich kein voller Deutscher bin, aber darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten, wie gut die Deutschen Englisch sind. So, jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das Geldstück nehmen und nicht runterfallen. Oh mein Goethe. Wir leben noch. Oh, oh. Selbst der Knopf, ich werde dich jetzt erschlagen. Oh, yes. Seht ihr das? Könnt ihr zählen, das sind 7 Münzen. Die letzte ist auf dem Fabrikturm. Wie leer die Fabrik plötzlich ist, wenn man alles gesammelt und alles getötet hat. Hi. Hi, Z-Stern. Jo, wie geht's? So sehen wir uns wieder. Zum gefühlten 1000. Mal, weil ich in meiner Freizeit diesen Hack auch oft gespielt habe. Das halt nicht den Hack, aber dieses Level halt. Yes! Here we go! Deine Stimme ist wie die von Mario, weil ich zuvor auf einen Soundeffekt zu erinnern, weil es schwer ist. Lüg mich nicht an, wir haben über 100 Münzen gesammelt. Egal. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wir haben 6. Ja, 6. Wir haben 6 Sterne. Also halt Z-Sterne, ne? Ja, hat jetzt auch überhaupt nicht lange gedauert. Ich weiß gerade nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Lang genug. Lasset mich ein. Die Geheimtuer. So, was wird die Geheimtuer wohl sein? Hier unten hat man vielleicht schon gesehen. Hier ist ein Schild. Man munkelt, dass die Türen in dieser Fabrik nicht geöffnet werden müssen, um sie zu betreten. Ich hoffe, dass diese Info dir irgendwie weiterhilft. Ja, das tut sie in der Tat, weil sonst käme ich ja nicht mehr weg. Lasset mich hinunter. Danke. So. Geld. Es ist natürlich so. Geh nicht immer aus dem Fenster raus. Danke. Stein, geh weg. Thwomp. Ja, die heißen Thwomps. Also zumindest im Englischen heißen sie so. Mir fällt gerade der deutsche Name nicht ein. Ich glaube, sehr kreativ benannt Steinblock, glaube ich, hießen die. Naja. Auf jeden Fall wird man jetzt natürlich wie ein Idiot versuchen, vor jeder Tür zu stehen, aber wenn man Mr. Country Fruit heißt und der Spielersteller ist, dann weiß man, wo man hin muss. Nämlich auf den Fabrikturm. Und zwar ist da nicht umsonst diese kleine Einbuchtung bei dem Wandsprung. Die ist nicht einfach so zur Deko da. Oder halt zur Abschreckung der Leute. Nein, die hat einen Zweck. Nein! Fail! Noch failiger. Ja, hier ist diese Tür. Und da geht man rein. Und dann ist man hier irgendwo ganz weit hinten. Ja, außerhalb der Fabrik irgendwo. Die Insel hat man bestimmt schon oft gesehen. Oft genug. Nein! Das hatte ich fast vergessen. Erinnert mich bitte daran zu speichern, sobald ich mich teleportiere. Und erinnert mich daran, keinen Mist zu machen. Und erinnert mich auch daran, einen Gamer zu kaufen. Ich bin's leid, hier so abzufahren. Teleportier dich halt, danke. So. Jetzt kann man hier hin und dann kann man hier ganz gemütlich hochlaufen. Und dann kann man versuchen, die Kamera ordentlich hinzubringen. Man bringt die Kamera um die Ecke. Haha. Hallo Stern. Also, Z-Stern, Entschuldigung. La 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 la. Die Geheimtür. So, einmal noch müssen wir in die Fabrik. Jetzt ratet mal, was jetzt passiert.
Unheil. Und böse Dinge. Und fiese Wandsprünge. Denn jetzt beginnt der Super-GAU in Tschernobyl. Die Kernschmelze. So. Was tut die Kernschmelze? Die Kernschmelze klatscht über Feuer. Wo bin ich nebenbei? Achso, ich stehe zwischen dem Feuer. Schön. Man hört auch schon die Flammentürme. Halt die Feuerdüsen! Ich habe gerade nur einen Schaden bekommen. Und wenn man logisch denken kann, dann wird man natürlich dahin gehen, wo das Feuer ist. Ich habe nämlich nur Feuer auf dem Weg platziert. Wo man hinlangen muss, genau. Schade, ich wollte gerade einen Double Kill machen. Aber ich bin nicht gut genug. Du da. Danke. War zwar nicht geplant, aber gut. So. Feuerchen, das ist noch nicht allzu schwer. Ja, hier sieht man, was ich mit den horizontalen Flammentürmen gemeint hatte. Nein! Das nicht, Entschuldigung. Kontextmenü, raus. Kontextmenü. Jo! Ah. Ho, ho. Ich fühle mich hier jetzt voll profihaft. 5. Auch hier ist noch eine Flammenfeuerdüse. Hier kann man vorbeischießen aus irgendeinem Grund. Ich bin tot. Ich bin eiskalt ermordet worden. Worden. Und hier kommt der fieseste Wandsprung in der Geschichte des Mario 64 Rekens. Bereitet euch auf Fails vor. Fail Nummer 1. Okay, das war Fail Nummer 1. Ja, das war Fail Nummer 2. Das fängt ja schon gut an. Mensch. Lass mich halt da hoch. Oh, gut. Safe State. Und was macht man jetzt? Man rennt über das Feuer, man springt und man fällt. Genau. 2D Mario Jump'n'Run, das ziemlich 3D aussieht. Super Mario 3D World hier, ne? Super Mario 3D World, ne? Oder Super Mario 3D Land oder Runterfall Land. Oder Eckenland. Oder Feuerland. Noch mehr Runterfall Land. Ach komm. Lass mich doch da hoch. Ah. Bestimmt werde ich dann da oben von irgendeinem Feuer getötet, ne? Ich. Was war das denn? Ah ja, hier und hier ist halt Feuer. Also das tötet dann Menschen. F5! Danke. Danke. Und hier ist dann der Stern. Ja, ich freue mich jetzt. Ich freue mich. Kernschmelzer! Was? Du hast alle Z-Sterne gesammelt? Das heißt, du hast meinen bösen Plan vereitelt. Nein. Verflucht sei derjenige, der die Z-Sterne so mies versteckt hat. Doppelpunkt, Klammer auf. Das war dann wohl ich. Sorry. Es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das war dann wohl ich. Es tut mir wirklich leid, das hatte ich nicht vor. Das tut mir sehr, sehr leid. Naja. Jedenfalls, das war das jetzt. Zu meinem Playthrough meines eigenen Hacks. Lass mich doch da hoch. Weise mich nicht ab. Danke. Und ja. Ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht zu sagen. Hier drüben auf dem Rohr ist auch nichts. Wir bekommen nochmal einen schönen Überblick über Sektor 7. Nicht wirklich.
Ja, Rufen, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, diesen Hack zu spielen. Und ich hoffe, dir wird auch der dritte Hack Spaß machen, den ich dir geschickt habe. Vor 1000 Jahren. Gipfeldorf ist ja nicht so gut angekommen. Ich gebe ja zu, der war wirklich scheiße. Aber mei. Es war auch nicht mein erstes Level. Also das hier ist auch nicht mein zweites Level. Ich sterbe. Naja, ich habe auch schon vorher 49 gehackt. Wesentlich schlechter als jetzt. Also mit einer 2 bin ich für dieses Level durchaus zufrieden. Danke, Rufen, dass du so masochistisch bist und meine schlechten Hacks auf dich nimmst. Naja, jedenfalls hoffe ich, dir wird auch der dritte Hack, mein dritter Hack Spaß machen. Ich gebe einfach mal das Kennwort übernatürliche Gehirnwellen binauralen. Das ist ein Wort. Ob es das gibt, weiß ich nicht. Ich habe das mehreren Wörtern zusammengebracht. Wir wollen auf jeden Fall, gibt es das Wort binaurale. Zumindest gibt es im Englischen als binaural, aber ich habe das Gefühl, ich weiß wieder mehr im Englischen, als ich im Deutschen weiß. Und ich wohne noch nicht mal in Amerika. Ich bin in Deutschland ansässig. In so einem komischen Ort, der von Horst Seehofer geführt wird. Naja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank, Rufen, fürs Spielen. Bis dahin und bis zu meinem nächsten Video in den nächsten 1000 Jahren. Ciao.